neu, auch im HZ-Programm, die Sprühflasche 199,4. Hier haben wir die Möglichkeit, mit einer wiederbefüllbaren Sprühflasche zu arbeiten. Das heißt, wir können über das Reifendruckventil, was am Boden der Flasche ist, die Flasche mit Druckluft versorgen. Der große Vorteil, natürlich auch aus Umweltschutzgründen, wirklich Druckluft. Da ist kein Gas drin, kein umweltschädliches Gas, sondern wirklich einfach bloß Umgebungsluft, die wir mit einem Kompressor in die Flasche einbringen können. Die Flasche kann befüllt werden über den Flaschenhals. Heißt also, wir schrauben die Flasche auf. Darüber kann sie befüllt werden. Ich rate immer dazu, wir füllen die Flasche über die Mitte auf. Das heißt, einmal haben wir eine größere Öffnung, können insofern hier viel einfacher einfüllen. Wir sehen, hier oben sitzt ein Viton-Ring drin, also auch ein besonderer Dichtring. Wir können die Flasche über die Art und Weise einfach füllen. Dann haben wir den großen Vorteil, dass wir eben auch die Hälfte der Flasche als Luftvolumen noch bereithalten. Und damit haben wir eben so viel Luftvolumen in der Flasche, dass die Flasche komplett geleert werden kann mit einer Füllung. Das heißt also, wir nehmen uns einen Reifendruckluftfüller, schließen den an Luft an, so, und können damit wiederum das Reifendruckluftventil am Boden der Flasche anschließen und befüllen. Die Flasche hat ein Überdruckventil, das bei 8 bar öffnet. Das heißt also, wenn hier ein Überdruck anliegt, weil man mit zu hohem Druck befüllt, kann mit der Flasche nichts passieren, sondern der Überdruck wird über das Überdruckventil abgelassen. Schön an der Flasche ist auch, wir haben einmal eben diese normale Düse, die uns wirklich einen sehr feinen Strahl gibt. Wir können damit sehr fein sprühen. Und wir haben auch im Lieferumfang der Flasche eben diesen Strahl, der eben einen sehr harten Strahl abgibt, mit dem wir sehr weit sprühen können, aber auch eben sehr fest. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel mit Bremsenreiniger arbeiten, mit dieser Flasche, mit Viton-Dichtung, ist es so, dass wir auch schon alleine über den harten Strahl sehr viel Lösemöglichkeit haben. Das heißt also nicht nur über die Chemie, die wir verbringen, sondern eben auch über den Strahl. Möglich das Ganze natürlich sowohl mit Bremsenreiniger als eben zum Beispiel auch mit Rostlöser. Und da sollte man die Flasche dann auch einfach mal als Spardose nehmen, weil nämlich auch der Einkauf der Rostlöser zum Beispiel deutlich günstiger ist, wenn wir es im Kanister machen, als eben in der Spraydose, wie sie im Handel vertrieben wird. Wiederverwendbar, damit auch umweltfreundlich. Wir haben kein Abfallmaterial an den Dosen, wir haben kein umweltschädliches Gas, was wir einfüllen. Die Dose ist sehr stabil und damit wirklich eine Investition in die Zukunft.